Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, Leute. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier, haben die Mission 12 abgeschlossen in der Schweiz. Und wir haben jetzt die vorletzte Mission, erobern Sie die Chronosphäre. Alles klar, da würde ich sagen, Norden, Süden. Machen wir den Nordweg, kommt. Das wird auch eine coole Mission, glaube ich. Da können wir auch schön Gegner platt machen. So, Cutscene aber erstmal. Ich hoffe, eine deutsche. Und? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie Einstein in einem so schwach befestigten Gebiet verstecken wollten. Glauben Sie es oder nicht, Sie wollten. Und jetzt haben wir ihn. Der Sender ist nicht zu orten und hat eine Reichweite von 500 Meilen. Warum glauben Sie, dass die Alliierten versuchen werden, ihn zu befreien? Die denken doch bestimmt, dass er beim Angriff auf den Stützpunkt umgekommen sei. Das würden Sie sicher, wenn ich nicht Informationen über Einsteins Gefangennahme und den geplanten Termin seiner Exekution ausgestreut hätte. Keine Bange, die Alliierten werden schon kommen. Und wir können ihn verfolgen? Mit dieser Uhr? Ja, Genosse. Und er wird uns direkt zur Chronosphäre führen. Einstein ist weg, Genosse. Die alliierten Koordinaten kommen gerade rein. Mit der Chronosphäre und dem eisernen Vorhang sind wir bald unbesiegbar. Stellt ein Einsatzteam zusammen. Seien Sie vorsichtig. Das Radar der Alliierten sendet automatisch einen Selbstzerstörungsbefehl an die Chronosphäre, wenn ein Eindringling geortet wird. Wenn sie also entdeckt werden, bevor das Radar außer Gefecht ist, können wir die Chronosphäre verlieren. Die Chronosphäre zu verlieren. Daran dürfen Sie nicht mal denken. Ja, die Chronosphäre nicht verlieren, das ist... Ja, lieber Stalin, du willst alles haben, ne? Das ist oh, und da sehen wir eine Konstruktion eines Kampfpanzers. Zack, einfach die Kanonen oben drauf gesetzt. Oh, nicht schlecht. Der Russenpanzer. Perfekt, liebe Leute. Genau das. Wir können uns hier ganz in Ruhe aufbauen. So. Was zur Hölle? Ach, da kommen direkt Einheiten. Ah, stimmt. Das war ja diese Kacke hier, ne? Da kommen ja direkt Einheiten. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Der mit seinem Kack... Ich wollte schon sagen, ne? Der mit seinem Kack-Schattengenerator. Wir sehen noch nicht mal unseren eigenen Bauhof. Oh, schaut mal da, was mich da anlächelt. Gute alte Edelsteine. Na gut, okay, hier oben aber auch. Geil. Liebe Leute, und ja, wie gesagt, vorletzte Mission. Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Und das war nach wie vor interessiert verfolgt hier. Das C&C. Und ja, würde ich sagen, bauen wir uns mal hier auf. Die Energie packe ich dann mal hier hin und baue direkt eine Waffenfabrik. So. Mit dem Männchen hier werde ich mal ein bisschen erkunden laufen, Leute. Ja, die kann man ja auch ein bisschen zur Erkundung nehmen hier, ne? Decken zwar nicht viel auf, aber sie können erkunden. Ah, komm, dann lauf zum Gegner. Genau, die gegnerische Basis ist nämlich hier unten, liebe Leute. Und, ja, wie gesagt, vorletzte Mission von den Russen. Es ging echt schnell, die Russenkampagne. Muss man sagen. So, dann brauche ich zwei Sammler hier. Die werde ich nämlich brauchen, die drei Sammler. Und dann direkt ein Radar. Genau, liebe Leute. Und, ja, bin ich mal gespannt. Seht ihr, hier ist die Basis hier unten. Geile Info, ja. Und ja, liebe Leute, dann machen wir mal hier weiter. Ich glaube, wir können hier auch zum ersten Mal die... Was zur Hölle? Ah, da kommen Manneken. Da kommen also Manneken. Verstärkungstruppen hat er da gekriegt. Ja, gut. Aber wir brauchen schon Silos und die U-Boot-Werft, die habe ich umsonst gebaut. So, wo sind hier die Silos? Da sind die Silos. Ja, dann, Leute, hör auf zu nerven und bau ihm einfach ein paar Silos hin, mein Gott.
Ja, ihr sammelt ja auch die Edelsteine direkt, ne? Ja, genau. Ihr habt euch die Edelsteine schon automatisch eingesackt hier. Keine Chance, die alliierten Einheiten. Das ist so geil. Brauchen wir zwei Raketenwerfer, bitte. Und ja, ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Ich bin nach wie vor hier an diesem Sonntagabend unterwegs, tatsächlich. Und ja, mache kurz vorm Ende des Wochenendes quasi hier noch eine kleine Aufnahme. Und was zur Hölle? Da kommt er wieder mit irgendeinem Kack an hier. So. Der mit seinen Radarstörgeräten oder was das ist, ne? Ach, das nervt schon, muss man sagen. So. Oh, macht die Artillerien weg. Genau, Leute, ich werde mich jetzt zum ersten Mal richtig mit Tesla-Spulen einmauern. weil es hier einfach nötig ist. Aber vorher nochmal eine Energiechen hier bauen. Passt das? Das passt nicht. Verdammt. Egal, liebe Leute. Tesla-Spulen. So, zack. Genau. Und dann würde ich sagen, mache ich mal die kaputten Einheiten, werde ich mal reparieren. Weil das werden wir brauchen. Das Zeug werden wir definitiv brauchen. Seht ihr das? Da kommt er mit Gummipanzern an. Da kommt das schon mit Gummipanzern an. So, Tesla-Spule, die habe ich zum Glück fertig. So, liebe Leute, lock den einfach in die Tesla-Spule rein. So, die Gummipanzer, die sind direkt weg, ey. So. Ja, da kommt er noch mit Artillerien. Der kommt oft angeschissen hier, der Gegner, muss ich sagen. Aber, ja, nicht schlimm. Wirklich nicht schlimm. So, schaut euch das an. Können wir ganz einfach abwehren, die Geschichte. Da kommt doch schon wieder mit so einem mobilen Schattengenerator-Teil da an. Das nervt doch. So. Mach die Artillerien weg. Die halten nichts aus, die Dinger. So, seht ihr das? Schon weg. Alles klar, nächste Testspur ist fertig. Tech-Zentrum, tatsächlich. So, Kampfpanzer. So, weg mit dem. Sehr gut. Und danach werde ich auch direkt dann die Flugeinheiten bauen. Die werde ich hier so hinbauen. Kommt da, versucht euch mal zu reparieren. Bevor der wieder angeschissen kommt da. So, liebe Leute. Alles klar, dann brauche ich noch eine Energie. Und dann die vier Flugzeuge. Flugfelder, liebe Leute, bitte. Oh Gott! Was machst du denn da? Könnt ihr mal schießen? So. Meine Güte. Da hat er mir echt noch einen Panzer weggenommen, der Sack. Das ist ein hinterlistiges Schwein, ich sage es euch. Der Alliierte. Ja, ja. Kommt, Leute. Ist in Ordnung. Ups, nein. So. Ich brauche erstmal die ganze Kohle für Lufteinheiten. So. Die drei Mix bitte fertig machen. Und dann könnt ihr mal bitte diesen Raketenwerfer wieder reparieren. So. Sehr gut. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, wie wir hier weiter Command & Conquer zocken. Und jo. Da versucht er wieder angeschissen zu kommen und er schafft es sogar, eine Tesla-Spule von mir platt zu machen. Oh mein Gott, Leute. Das ist ja wirklich jetzt gerade nicht wahr. Er macht diesen Jeep halt weg. So, diesen Gummipanzer platt. Diesen Jeep dann noch. Was zur Hölle? Ach, das sind Jeeps. Ich dachte, das wären mobile Schattengeneratoren, aber gut. Alles klar, liebe Leute. Spionageflugzeug. Langsam nervt er. Das ist dreist. Das ist dreist, Leute, ey. Da schießt der eiskalt auf meine Dings, ey. Auf meine MiG. Das ist ja wohl nicht wahr. Alles klar, dann repariere die direkt. Da kommt er schon wieder mit so einem mobilen Scheiß da an. Mach den Scheiß platt, ey. Das nervt. Ja. Boah, der hatte irgendeinen Spawner da oben, ne? So, weg damit. Der hat irgendeinen Spawner da oben. Ja, ich merke das schon, Leute. Aber gut. Ich würde sagen, ich baue trotzdem einfach weiter hier meine Hubschrauber, könnte ich noch gebrauchen. Aber ich bräuchte hier oben eigentlich auch noch eine Tesla-Spule.
So, Rums. Kampfpanzer, keine Chance, ey. So. Läuft dann noch eine Tesla-Spule? Aber was macht er denn jetzt? Ey, das ist jetzt aber dreist. Das ist jetzt aber echt dreist, wie der da einfach reinfährt. Nicht drüber herfliegen. Schau dich das an, die Flieger. Oh Mann, wie sie einfach meinen Befehl missachten. Einfach nur geil. So, macht das kaputt da. So. Und zack. Und hier oben brauche ich unbedingt eine Tesla-Spule. Ihr werdet schon sehen, warum. Ihr werdet das schon sehen, warum ich da jetzt eine Tesla-Spule hingebaut habe. Macht die doch mal kaputt da. Was soll denn das? Ach, das macht schon Spaß, oder? Das macht schon Spaß, liebe Leute. Ich sage es euch. Was haben wir denn da für ein Geräusch? Wartet mal. Da draußen ist irgendein komisches Geräusch. Naja, gut, egal. Leute, so, dann würde ich mal sagen, weitere, einfach mal Hubschrauber. Ja, klar, machen wir Raketenwerfer platt. Du Sack, ey, wirklich. So, der Mammut, der stirbt nicht, um Gottes Willen. Nein, liebe Leute. Da ist noch was. Und dann noch mit Artillerie angekackt hier. Boah, wird Zeit, dass ich hier oben eine Tesla-Spule hinbaue. Boah, ist das nervig. Boah, ist das nervig. So, Leute. Ja, klar. Ja, klar. Ach du Scheiße. Der Mammut ist weg. Okay, interessant. Das ist echt interessant. Wisst ihr was? Dann baue ich erstmal eine Tesla-Spule dahin. Da muss ich ja. Wenn der hier fleißig angeschissen kommt. Der kommt hier echt angeschissen, ne? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Was soll das denn? Ach du Heilige. Was hat denn jetzt da im Arsch gemacht? Das Tech-Center. So. Dann macht ihr mal bitte direkt weiter. So. Meine Fresse. Alliierter. Normalerweise machen deine Einheiten nicht so viel Schaden. Ja gut, egal. Alles klar, der kriegt da oben also einen Spawner irgendwie her. Ja. Gut, dann baue ich jetzt einfach hier die Tesla-Spule hin. Ja, keine Chance, ey, wirklich. So, aber die haben hier oben nichts mehr zu sammeln. Das ist nicht so gut, Leute. Die haben da oben nichts mehr zu sammeln. Ich würde sagen, ich erkunde einfach mal ein bisschen weiter. Ja, klar. Da haben sie was zu sammeln. Seht ihr? Sehr gut. Alles klar. Tech-Zentrum. Du bist wieder fertig. Ist schon mal sehr... Oh nein! Das ist jetzt kacke. Das ist jetzt echt kacke, dass die Energie ausgefallen ist. Oh Gott, mach bitte schneller das scheiß Kraftwerk weg. Oh Gott. So, alles klar. Sehr schön. Gut. Dann kann ich gleich weiter Hubschrauber bauen. Oder, nee, ich verteidige mich erstmal hier unten nochmal wieder. Aber Großkraftwerk. So, liebe Leute. Da haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe, glaube ich. Da haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. So, Sammler, du fährst mal bitte hier unten hin. Und ihr beide macht mir bitte das Schiff da im Arsch. So, das Großkraftwerk kommt mit hier oben hin. So. Ihr macht das im Arsch. Sehr gut. Gut, nächste Tesla-Spule. Sehr schön, liebe Leute. Du Sammler, du kannst bitte auch hier sammeln. So. Versuch das mit Gummipanzer. Geil. So, jetzt haben wir die OP in Tesla-Spulen hier. So. Ha, geil. Zwei auf einmal, zack. So. Die packen wir hier unten noch hin. Dann würde ich sagen, brauche ich noch Hubschrauber. Zwei Stück noch. Und dann eigentlich noch ein Kraftwerk, aber wo soll ich das jetzt hinstellen? Das ist ein Problem. Wenn man so wenig Platz hat hier, das ist schon ein Problem, ja. Bring doch die Kohle rein, Mann. Ja, klar. Ja, keine Chance, die Teile, ey, wirklich. So. Weitere Flugzeuge, Hubschrauber. Und dann
Genau, dann können wir hier Schritt für Schritt jetzt die Karte erkunden. Genau. Das Erzfeld gehört uns, das ist schon mal sehr gut. Keine Chance, ey. So, zack. Aber so, zack, weg. So, wenn ich jetzt die Testerspule baue, ich speichere das Ding erstmal. Mission 13. Sowjets. Oh, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal aus Versehen unter Add-on gespeichert, ne? Ja, es kann natürlich sein, dass ich das dann unter Add-on gespeichert habe, weil ich so im Tunnel war beim letzten Mal. Ja, das kann sein. So. So, reicht die? Die reicht natürlich nicht, ey. Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste das. Aber nicht schlimm, Leute. Die können wir ja nachbauen. Das ist ja kein Thema hier. Und dann baue ich die mal dahin am besten. Und dann statt der kleinen, eine große dann dahin, genau. So werde ich das machen. Verkauf das Ding, baue direkt eine große. Boah, genau. Dann haben wir auch nicht so einen Energieengpass. Aber ich glaube, ich muss hier noch... Moment, ich glaube, ich muss hier noch ein paar Flachs hinbauen, tatsächlich, ne? Ansonsten haben wir uns ja ganz gut hier verteidigt. Nein, falsch. Das war falsch. Shit. Egal, Leute. Da hat er schon wieder zwei Schiffe, ja. Mach die mal platt. So, dann baue ich hier noch ein paar Flachs hin. Manneken. Viel Glück damit. Gut, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir hier ein paar Fallschirmtruppen. Die werde ich mal da sammeln. Und dann würde ich sagen, Flachs. Jo, bau die einfach mal quer über die Basis verteilt. Die Flachs. So, seht ihr das? Da sind nämlich die scheiß Hubschrauber. Die machen mir jetzt nämlich meine ganzen Teslas im Arsch. So, seht ihr? Der macht sogar zwei Teslas platt. Ja, egal. So, Leute. Genau, das meinte ich nämlich. Der hat nämlich einen Hubschrauber-Spawner da. Zum Glück hat er gewartet, bis ich meine Flachs gebaut habe. Das ist sehr nett von ihm gewesen. So, liebe Leute, dann ruckelt's mal wieder ein bisschen, aber... Diese Hubschrauber... Ja, das sind keine Spawner-Hubschrauber. Also die ziehe ich einfach in meine Flachs rein. Ja, warum eigentlich nicht? So. Gut, weitere Flak. Weiteres Spionageflugzeug. Das können wir hier unten hin. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns mal auf für einen Angriff. Sehr schön. So. Genau. Dann würde ich sagen, bauen wir uns mal für einen Angriff auf. Wird gebaut. Ein paar Mammutpanzer und ein paar Raketenwerfer kommt. Muss sein. Da kommt er jetzt wieder angeschissen hier. So. Ach du Scheiße, er kommt schon mit ganz schön viel Geschiss da an, ne? So. Ach du Heilige. Na gut, ich meine, ist halt die drittletzte Mission, ne? Was will man da erwarten? Die vorletzte sogar, das ist die vorletzte Mission, ja. Was will man da auch anderes erwarten? So, dann stelle ich die mal ein bisschen weiter nach oben. So. Gut, das nächste Spionageflugzeug ist ready. Das packt mal hier hin. Und, nein, Quatsch. Ich brauche doch hier auch eine U-Boot-Werft, glaube ich, oder? Ich brauche doch hier, glaube ich, eine U-Boot-Werft. Das Ding ist direkt im Arsch. So, zack. So, aber die U-Boote kommen erst später. Ich glaube, kurz bevor wir die Gegner platt gemacht haben. So, liebe Leute, dann habe ich jetzt die Fallschirmbomber schon. Aber ohne Ziel ist das scheiße. Ja, ich komme gleich. Dross hat einer gehupt deshalb. Was zur Hölle? Ja, ja, komm. Minikinder. So, liebe Leute, ich glaube nämlich hier ganz links, da war auch noch ein Radar. Da, seht ihr, da ist nämlich eine Basis da drüben. Da ist eine Basis und würde ich mal sagen, ja, die bringen ja nichts gegen Schiffe, ne? Das ist ja das.
würde nämlich ganz gerne hier, da versucht das wieder angeschissen zu kommen, aber nicht schlimm. Da, die Artillerie da. So, Bomber, dann schmeiß mal da hinten deine Dings drauf. Da kommt er mit Gummipanzer. So, kann ich noch eine Tesla-Spule bauen, Leute? Geht das für hier unten? So, das ist mein Angriffstrupp hier. Kann ich hier noch eine bauen wegen der Energie? Ich weiß nicht, 140, 160, 150, das passt sogar noch gerade so. Geil. Alles klar, dann würde ich sagen, baue ich die auch hier unten hin. So, zack, und dann baue ich einfach nur Einheiten. Boah, warum nicht? So, wir haben gesehen, da ist eine Basis. Da ist Dead End. Wir müssen nämlich hier aufpassen, nicht so weit hier unten erkunden, weil da ist eine Chronosphäre. Und wenn wir der zu nahe kommen, dann fliegt sie in die Luft und wir haben verloren. Ja, das ist bescheuert, aber das ist so. So, kommt er wieder mit seinen 4 Spawner-Dingern. Nein, ach Mann. Was, auf die U-Boot-Werft? Was will er denn mit einer U-Boot-Werft? Naja, gut, wenn er meint. Oh, wir haben kein Geld. Warum haben wir kein Geld? Okay. Das ist jetzt interessant. Warum haben wir kein Geld, Leute? Die Rohstoffe hier müssen fließen, Leute. Was macht ihr denn da? Ja gut, dann sammeln wir da unten. So, wir haben wieder ein Spyplane. Ein Spionageflugzeug. Ah, Schritt für Schritt Karte aufdecken hat schon Style, finde ich. Also, ist schon geil. Gut, der Gummipanzer. Ja, der kann ruhig ballern, ist okay. So, dann. So, keine Chance, ey. Mit dem Gummipanzer, wirklich nicht. So. Zack. Und verteidigt. So einfach ist das. So, liebe Leute. Und Sammler, was machst du da schon wieder? Naja, keine Ahnung. So. Ah, Kirchenmucke, geil. Das ist nochmal ein geiler Soundtrack, ey. So, gehst du mal bitte dahin und die 5 Manikin, ups, gehen wir dahin. Und ja, dann haben wir schon mal den Grundstock mal aufgestellt. Und ihr seht, die Testspule ist beschädigt. Das lag daran, weil hier oben eben Manikin ankam. Deswegen habe ich da oben auch eben eine Testspule hingestellt. Ja, keine Chance, ey. Und weg damit. So. Alles klar, liebe Leute, dann rums. Jetzt, ah nee, noch nicht, schade. Wo bleibt der Gottes Segen, Mensch? Wo bleibt der Segen Gottes? Ja, du hast keine Chance, Alliierter. Wirklich nicht. So. Und batz. Weg mit dem Scheiß. So. Und jetzt. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Genau, Gottes Segen. Erwarte Ihre Befehle. Oh, das ist so bescheuert, ey, wirklich. Wie kann man ein Kirchenlied in ein Kriegsspiel einbauen? Was soll denn das? So, dann macht ihr diesen Zerstörer mal im Arsch. Versucht ihr das zumindest mal. So. Ach du Scheiße. Ja. Schon nicht ohne, was der hier auffährt, aber schießt ihr mal da drauf? Komm mal her. Ihr könnt doch da... Seid ihr doof? Ihr könnt doch da drauf schießen. So, komm mal hier. Kommt noch der Bomber dahin. Ja, toll. Toll. Der Bomber kommt auch aus der richtigen Richtung. Das ist schon mal saugut. Zack. So, sehr schön. Wir das reparieren. Wir bauen weiter unsere Einheiten. Das ist mega genial, wirklich. Da sammelt er. Da sammelt er. Okay. Gut. Flugeinheiten. Mach den platt. Mach den platt, den Scheißsammler. Das darf er nicht. So. Der ist weg, Kollege. Zack. Sehr schön. Ach, die russischen Flugzeuge sind einfach so geil. Die sind einfach geil.
Und ja, liebe Leute, haben wir schon 25 Minuten wieder voll. Das geht mal wieder so schnell hier. Ja, Sir. In Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, brauche ich aber noch ein paar Einheiten, oder? Ja, da baut noch 2 Raketenwerfer. Dann bauen noch mal 5 Mammuts hinterher. Einfach mal so, zack, 5 Mammutpanzer. Ja, bestätigt. Melde mich. So, schnell wegmachen den Scheiß. Bevor der da nach Hause fährt. So, jetzt. Und weg ist er. Ha, sehr schön. Dafür sucht das wieder mit dem Transporter. Wegblockiert. Geil. Aha, seht ihr das da? Da kommt er nämlich gerne mit Verstärkung da oben an. So. Ach du Scheiße! Diese Artillerie! Boah. Ist der dreist, ne? Der ist so dreist. Unglaublich, liebe Leute. Der ist so dreist. Wird repariert. Das muss ich nachbauen, das Tech-Center. Einheit bereit. Gut, das hat, die beiden Sammler von ihm sind weg. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kann ich gleich U-Boote bauen, tatsächlich. Ja, ist ja gut. Oh Mann. Gut, alles klar. Sind eingetroffen. Dann, wo kommen sie her? Da, okay. Alles klar, dann können wir hier mal ein bisschen erkunden. Beziehungsweise diesen Zerstörer da mal platt machen. Wenn es denn geht. Nein, es geht nicht. Leider Gottes. Und er hat einen Schattengenerator hier. Auf den platt. So, dann macht immer diesen Turm da im Arsch. So, liebe Leute. Ist klar, Spionageflugzeug, das kommt mal da oben hin. Oh, schade. Aber hey, gut, ist schon gut, ja. Und ja, liebe Leute, dann machen wir hier einfach mal weiter. 3 Minuten haben wir noch und der Sammler, der macht da wieder irgendwas. Irgendwas, was er nicht machen soll. Aber gut. Alles klar, dann würde ich sagen, warte ich jetzt noch die Einheiten kurz ab. Konstruktion abgeschlossen. Die 4 Mammuts. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal U-Boote danach. Genau, dann bauen wir mal ein paar U-Boote. Viele brauche ich nicht. 3 Stück nur oder so. Ein paar. Speicher das Ding mal. Das Lustige an dieser Mission ist, liebe Leute, die Einsatzbesprechung sagt, wir sollen nur die Radarstationen einnehmen. Dabei sollen wir hier alles platt machen. Also das war auch ein bisschen irreführend mit der Missionsbesprechung, aber das sind halt die Russen, ne? Die machen gerne so einen Kack mit uns. Aber gut, liebe Leute. Sammler, du sammelst mal wirklich hier vorne. Gegner hat keine Sammler mehr, das ist schon mal gut. Ach, dieser geile Soundtrack. So, dann die Fallschirmtruppen packe ich mal hier unten hin. Na komm schon. Oh, was kommt da angeschissen? Hubschrauber wieder. Boah, nix da. Eine reicht, Leute. Eine reicht, Junge. Wenn du mir eine klaust, das reicht. Ach, die Sammler, die fabrizieren da wieder eine Scheiße, ne? Das ist unglaublich. Aber gut, Leute. Hier oben war, glaube ich, auch noch irgendwas, ne? Oder? Nee, war nicht. Okay. Egal, Leute. Ich muss das Ding auf jeden Fall nachbauen. Und was ruckelt hier schon wieder so? Egal, Leute. So, zack. Ah, gut, dann habe ich jetzt noch einen Fallschirmbomber. Wo soll ich den denn hinschmeißen? Probier es mal hier. Kommt wahrscheinlich von unten links oder so, ne? Ah, nee, von oben rechts. Das ist schon mal sogar relativ intelligent. Schon mal gut. Okay, Leute, dann. Melde mich wieder vor. Jawohl, in Ordnung. Alles klar. Sehr gern. Dann können wir hier unten mal marschieren, Leute, mit dem Mannequin. Mal ein bisschen die Karte erkunden. Sofort. So, hier unten ist nämlich eine ziemlich lange Landzunge, genau. Ja, einmal schießen, komm. Ist okay. So, Leute, der nächste Mammut ist fertig. Schon mal gut, da haben wir hier noch ein Spionageflugzeug. Zack.
Und dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.